Oh nein! Nein! Komm schon! Die Viecher können ja auch schießen. Lauf! Lauf, 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 das kommt runter! Nein! Vier! Los! Oh, das schießt doch wieder. So, hallo meine lieben Freunde und willkommen zum nächsten Part von Elex. Jawohl. Wo sind wir stehen geblieben? Wir haben hier den guten alten Irdor befragt und wussten, dass er nichts mit dem Mord zu tun hat, aufgrund, dass er eine Pussy ist und nichts hinter den Ohren hat. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns jetzt auch gleich mal auf den Weg zum nächsten begeben. Der wäre nämlich hier oben. Und ja, hoffen wir, dass wir unterwegs nicht in den Arsch getreten bekommen, ne? Hier an dieser Stelle möchte ich natürlich noch erwähnen, ich habe gerade ein neues Projekt gestartet namens, oh Gott, jetzt muss ich kurz überlegen, wie das heißt. Schnell mal gucken, habe es mir aufgeschrieben? Ne, habe ich nicht. Guckt euch einfach das neue Video auf meinem Kanal an. Das heißt, kurz überlegen, wie heißt denn das jetzt nochmal? Ist nur ein Preview, ich will das Game mal anzocken, ist aber auch wieder ein RPG-Game. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, müsste ich jetzt nachschauen, habe es echt nicht im Kopf. Gut, die Raptoren hier müssen wir umgehen. Guckt einfach auf meinen Kanal und das neueste Video. Ihr werdet es gerade sehen. Okay. Oh, guck mal, der wollte den abschleppen. Hat wohl nicht funktioniert. Oh, guck mal, hier haben wir Dings. Oder? Wow. Scheiße. Elixit. So. Oh, shit. Oh, shit, oh, shit, oh, shit. Der läuft uns nach. Der läuft uns nach. Gegen den haben wir keine Chance. Noch nicht zumindest. Okay. Ich habe jetzt mal die FPS ein bisschen hochgestellt auf 70 jetzt. Ich hoffe, dass die Qualität dann sogar noch ein bisschen steigt. Und ansonsten. Ja, läuft eigentlich alles tiptop. Gut, was haben wir denn noch hier? Ein Setzerbrot. Das ist aber ein Pilz. Und kein Brot. Naja, egal. Ah, nee. Nicht die schon wieder. Oh, mein Handy klingelt auch. Wir ignorieren das jetzt mal gespannt. Lässig. Oh, da vorne haben wir etwas, was ich killen könnte, wenn ich die Zeit dazu habe. Was war das denn? Habt ihr das gehört? Sehr schön, den haben wir. Feindlich oder nicht? Nee, der ist nicht feindlich. Ja, aber ich will noch nicht mit dem reden. Wir haben gerade noch andere Aufträge am Laufen. Wir müssen die Befragung weiter durchführen. Du, 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 du. Quer durch die Pampa. So, da haben wir wieder was. So. Ah, das Spiel ist einfach mega geil, muss ich ehrlich zugeben. Wo müssen wir denn lang? Oh, ein bisschen Setzerbrot. Für den kleinen Hunger zwischendurch, weil ich bin nicht ich, wenn ich hungrig bin. Scheiße. Was ist das? Oh, shit. Oh, shit, das sind mehrere. Komm schon! Komm noch! Was sind das für ein Göckel? Oh, du Bastard! Nein! Oh. Wer rechnet denn damit? Ah, Leute, sind wir jetzt wieder ganz hinten? Ich glaube schon. Ah, nee, oder? Nee, sind wir nicht. Gut. Aber die sind wahrscheinlich immer noch hier. Diesmal ein bisschen aufpassen. Aber die schaffe ich. Die sind nicht so stark. Die waren beim Haus da hinten, ne? Wow. Hey! Ey, wir müssen echt mal ein bisschen an unserem Leben arbeiten.
Ich kann mich nicht bewegen. Was ist los? Was ist los mit dir? Hallo? Hallo? Ich kann mich gerade nicht bewegen, Leute. Oh, also tun wir mal das Spiel speichern. So. Yep. Gut. Und gehen schnell nochmal zum Hauptmenü. Zum Hauptmenü. Ah, den Quatsch. Ich glaube, deswegen war das gewesen. Und wir starten es nochmal. Ja, sehr schön. Alles wie gewohnt. So, hier waren die doch irgendwo gewesen, nicht? Also natürlich nicht mehr. Ah, da hinten ist das Huhn. So, Meisterschütze. Oh, das Vieh ist aber auch stark. Komm doch. Oh, hey, das Ding hat ja fast 10 Pfeile gefressen. Gut. Okidoki. Die geben aber auch fast keine XP. Regt mich schon ein bisschen auf. Gut, mit dem müssen wir dann reden. Nichts zu tun? Was? Ach so, hat jemand nach mir gefragt? Ein Berserker namens Askor ist ermordet worden. Ein Berserker namens Askor ist ermordet worden. Ja, ich weiß. Ich wusste irgendwie immer schon, dass es so weit kommen würde. Askors Ehrgeiz war noch größer als sein Leichtsinn. Er hätte auf mich hören sollen und hier draußen bleiben, anstatt zu versuchen, die große Karriere zu machen. Dann würde er sicher heute noch leben. Warum interessiert dich das eigentlich? Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Kannst du gut mit dem Schwert umgehen? Für die Biester in der Gegend hier reicht's. Dafür, dass du nur wenig damit anstellst, bist du aber recht kräftig. Dafür, dass du wenig damit anstellst, bist du recht kräftig. Mag sein, aber es will immer gut überlegt sein, wofür man seine Kräfte aufspart. Was hast du von der Sache mitbekommen? Was hast du von der Sache mitbekommen? Nicht viel. Ich war hier draußen, als es passierte. Askor wurde ja in Goliath getötet und dann irgendwie in den Wald verschleppt. Woher weißt du das? Jeder weiß das. Der Mord geschah in der Nähe der Kriegerhütte, direkt in der Stadt. Es gab sogar eine Blutspur, die aus der Stadt in den Wald führte, wie sich später herausstellte. Dafür, dass du so viele Fragen stellst, bist du nicht sonderlich gut informiert. Okay. Hast du die Leiche gesehen? Hast du die Leiche gesehen? Ich war früher schon öfter dort, wo sie Askor gefunden haben, aber seitdem... Also ich gehe da bestimmt nicht wieder hin. Höchstens noch in die Stadt. Ich war letzte Tage noch da, aber... Und wo gehst du hin, wenn du nicht hier bist? Ich gehe nirgendwo hin, wenn es nicht sein muss. Es ist so gefährlich hier draußen. Da ist es schwer zu entspannen. Und wo entspannt es sich so am besten? Nun, da gibt es einen Aufzug ins verbotene Tal. Da gibt es eine Stelle mit einem tollen Blick ins Tal. Da gehe ich manchmal hin und freue mich, dass es mir hier oben besser geht als den armen Teufeln da unten. Du kanntest Askor gut? Das will ich meinen. Er war mein Freund. Du kannst dir nicht vorstellen, was wir beide schon alles zusammen durchgemacht haben. Und? Und was heißt das jetzt? Dass du ein fauler Sack bist. Aber Askors Tod scheint dich sehr zu treffen. Natürlich. Er war mein bester Freund, du Schwätzer. Ja, und darum glaube ich nicht, dass du ihn getötet hast. Du willst mich wohl verarschen? Natürlich nicht. Wer sowas behauptet, der kann mich mal. Okay. Gut. Der war es also sicher nicht gewesen. Das heißt, wir werden jetzt hier mit dem... Oh Gott. Hier hoch müssen wir. Mit den nächsten reden. Hoffen wir, dass wir es lebendig da hochschaffen. Gespeichert wurde es ja. Genau, hier ist schon wieder so ein scheiß Huhn von eben. Wo ist das hin? Hä? Ah, hier. Sehr schön, den haben wir erledigt. Haben wir da noch mehr Gegner?
komm schon. Oh, oh. Komm, komm, komm. Nein, nein, das legt mich noch um. Okay, okay, okay. Ja, ist gut, wir haben es verstanden. Scheiße. Haben sie uns den Arsch aufgerissen. Diese scheiß Hühner, ey. Den haben wir erledigt. 10 Erfahrung. Wow. Gibt mir bloß nicht zu viel. Ich könnte ja noch Levelaufstieg werden. Wo ist der andere? Da hinten. Oh, scheiße. Oh, komm jetzt. Ja. Ich sehe jetzt schon, dass mir gleich mitten beim Schießen die Pfeile ausgehen. Den haben wir auch erledigt. Oh, guck mal, wie geil. Hm, sieht richtig gut aus. Genau. Wo müssen wir lang? Ah, ich muss erstmal wieder den Wegpunkt setzen. Da. So. Wie viel habe ich denn überhaupt noch? 131, ja, ja. Ja, sauber. So ist das doch gut, hä? Läuft langsam. Du. So, perfekt in die Fresse geschossen. Mann, wo geht's weiter? Da geht's weiter. Oh. Ah, warte, für den. Für den reicht die Axt. Axt, du kannst ausweichen, du Bastard. Oh, scheiße. Lad auf, lad auf. Tja. Oh. Sehr schön. Ey, dass die kleinen Viecher auch schon so stark sein müssen. Gut, hier haben wir nochmal eine Feuerkraut. Oh, was haben wir denn hier? Elixit, sehr schön. Heiltrank, kann man auch immer brauchen. Und weiter. Oh, da unten hast du wieder diese scheiß Raptoren. Mann! Kann doch nicht sein, dass sie an jeder Ecke hier gammeln. Ich hoffe, das Vieh sieht mich jetzt nicht. Scheiße, von wo kommt denn das Vieh? Nö, ich bin wieder safe. Okay. Hier sehen wir überall noch so ein bisschen Überbleibsel der alten Welt. Mit den Straßen und so. Oh, oh. Scheiße. Weg hier. Der sieht echt gefährlich aus. Wow. Hey, da oben sind welche drin. Oh, das sind Banditen wahrscheinlich. Mit denen will ich mich auch noch nicht anlegen. Scheiße, ich höre hier doch so Viecher. Naja, egal.
Super. Schon wieder so ein Riese oder was auch immer. An den Huhn ist das. Oh, fuck. Lauf, 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 lauf. Verdammt. Ey, mit so einem Ding will ich mich echt nicht anlegen erstmal. Scheiße. Oh nein. Nein! Komm schon! Die Viecher können ja auch schießen. Lauf! Lauf, 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 das kommt runter! Nein! Vier! Los! Oh, das schießt doch wieder! Renn! Oh, war das knapp! Oh! Heilige Scheiße! Ey, die sind einfach zu stark! Nein! Wo kommt der denn? Lauf, lauf, lauf! Lauf, hab ich gesagt! Heieieiei! Ey, das ist nicht euer Ernst! Ey, ich muss auf dem Weg bleiben, ey. Das ist viel sicherer, wie wenn ich ganz auf der Straße durch die Wälder laufe. Okay, die sind weg. Heilige Scheiße. Boah, so Kampfjets. Ganz sicher den Alps. Scheiße, knapp daneben. Und Headshot. So. Wieder 5 Erfahrungen. Alter, ich krieg für eine scheiße Ratte so viel. Ist es noch weit? Ah ne, wir sind gleich da. Super. Und auch noch lebendig. Oh ne, da ist schon wieder so ein Vieh. Auf die habe ich ja mal gar keinen Bock. Inventar. Oh, wir sind auch Levelaufstieg. Ein bisschen Stärke. Ah ne, warte. Ah, doch ein bisschen Stärke. Ja, so ist gut. Übernehmen. Hä? Oh, das war knapp. Das war knapp. So ein scheiß Raptor ist da hinten. Okay. Konnte mir zum Glück entkommen. So, hier muss auch wieder irgendwas sein. Eine weitere Person, die wir befragen können. Ja, aber falls wir gegen die kämpfen müssen oder so, ich weiß ja nicht, wie die reagiert, wenn wir den befragen. Kriegsschwert. Das wird was, Leute. Was brauchen wir denn noch dafür? Dauert noch ein bisschen. Mächtiger Heiltrank. Großer Mana-Trank. Ja, okay, easy. Dann haben wir den wenigstens im Inventar. So. Oder... Ah, ne, hier ist er. So, dann befragen wir den doch mal. Du bist hoffentlich nicht gekommen, um hier Ärger zu machen, nein, oder? Du bist hier der Wachposten? Ja, richtig. Ich bin Torgal, Wache des Weltenherzes hier. Und du wirst ihm keinen Schaden verursachen. Keine Sorge. Sonst gibt's was mit der groben Kelle, klar? Der Berserker Askor ist tot. Der Berserker Askor ist tot. Was sagst du da? Tot? Das ist... Wie ist das geschehen? Hm. Er wurde ermordet. Verdammt. Ja. Ich wusste es. Er war einfach zu ehrgeizig. Du bist ein guter Nahkämpfer, schätze ich. Du bist ein guter Nahkämpfer, schätze ich. Was will ich meinen? Vor meinem Schwert erzittern sogar die Alps. Wie lange bist du schon hier oben? Wie lange bist du schon hier oben? Vor 3 Monaten war ich kurz in Goliath, um ein paar Dinge zu erledigen. Aber sonst bin ich hier im Hochland von Abessa. Hier oben kriegt man frische Luft und... naja, die tiefen Wälder liegen mir irgendwie nicht. Warum nicht?
Ach, ich weiß nicht. Es ist so beengend alles. Und nachts erst. Nein, nein. Ich gehöre ins Hochland hier oben. Wann hast du Asko das letzte Mal gesehen? Etwa vor 3 Monaten. Er sprach immer von seiner Kriegerprüfung. Er hatte sich wirklich gut vorbereitet. Du kanntest Asgore gut? Offensichtlich. Ein aufgewecktes Bürschchen. Ich hätte ihn hier oben gut gebrauchen können. So ehrgeizig? Das musst du mir genauer erklären. Asgore wollte immer schon, seit ich denken kann, Krieger werden. Vor 3 Monaten war es dann soweit. Seine große Prüfung. Warlord Ragnar hat ihn, Duras und ein paar weitere Kandidaten geprüft. Ich habe das nicht weiter verfolgt, aber Asgore hat es wohl offensichtlich nicht geschafft. Er hat sich nicht überanstrengt. Er wurde ermordet. Ja, eine Schande ist das. Hm. Asgore war ein guter Mann. Du bist offenbar unschuldig. Wie war das? Du hast mich doch nicht etwa gerade ausgehorcht, oder? Doch, aber du kannst der Mörder nicht gewesen sein, da du offensichtlich große Angst vor tiefen Wäldern hast. Was hat denn das jetzt damit zu tun? Asgores Leiche wurde in einem solchen Wald kurz vor Goliath gefunden. So ein Dreckskerl. Man müsste dem Mörder mal so richtig... Ich arbeite dran. Gut so. Tja. Hoffentlich findest du... Dann haben wir ja nur noch einen. Gut, dann haben wir nur noch einen. Der ist es anscheinend nicht gewesen. Aber an dieser Stelle, meine lieben Freunde, muss ich leider sagen, ich beende den Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben. Und ja, schaut auf jeden Fall das neue Projekt, was ich gestartet habe, an. Und ja, dann würde ich sonst noch sagen, wünsche euch einen schönen Abend, haltet die Ohren steif und ciao.